Ja, ich würde sagen, das ist eine Melonenfarm. Schaut zumindest so aus. Aber ganz schön feucht hier unten. Du bist auch so feucht. Na, ich nicht. Unten unterm Haus, Mensch. Du wolltest doch, dass er das sagt. Gib's doch zu. Ich bin gerade zu blöd, um deine Videos zu Also finden. das hier ist bestimmt hier, das ist sein Haus hier. Das ist auf jeden Fall sein Baustil. Ne, das habe ja nicht ich gebaut gehabt. Das habe ich gekauft gehabt. Achso, das war fertig. Ja, das war schon fertig. Das war ja das Lustige. Wenn ich wüsste, wie das aussieht, weil ich weiß, wo viele Häuser stehen, aber... Ja, ich bin gerade am Suchen. Es ist auf definitiv nicht Folge 3. Es ist mindestens Folge 9. Also eher höher. Ich bin gerade so am Durchzeppen. Folge 9 ist gerade... Ach, das Folge 9 war es wieder vom... Wie hieß denn der andere Server damals noch? Vom Krabzone und wie hießen sie? Vom Sven, glaube ich, oder? Minecraft Sven. Ja. Ja, in Folge 10 sieht man unseren Table Dance Bar Tischraum. Sieht man denn auch die Polizei? Wahrscheinlich schon. Und da sehe ich, habe ich den, war ich im Dom von uns. Sehe ich gerade. Da habe ich quasi den Dom von innen und außen gezeigt. Ja, dann ist das die Folge. Ja, cool. Schick mal ich auch das Schwimmbad von dem Video. Dann kann ich gucken. Ich kann nicht sagen, wo es war. Ja, da ist noch nicht das Haus drin. Ich suche gerade das Video, wo das Haus ist. Achso. Vielleicht Teil 11. Hast du jetzt ein Ohrwurm? Ja. Grausam. Ich glaube, ich hab's. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das ist die Melonenfarm. Folge 11, Teil 1 sieht man's. Allerdings weiß ich nicht, ob ich da überhaupt von außen das anschaue. Komm schon, zeig das Haus von außen. Es hat definitiv einen Schweinespawner und... Ja, jetzt weiß ich, wie es aussieht. Es hat... Warte, ich schick dir kurz den Link. Ich hab's schon drin. Nur welche Minute musst du mir noch sagen? Also, Minute 20. Ziemlich genau bei 20, da bin ich gerade rausgegangen. Bei 20 und 3. Dann habe ich das falsch. Warum? Weil ich nur 4 Minuten habe. Ah, das ist das mit 43, ne? Warte. Das hat 43, 53, genau. 43 Minuten und 53 Sekunden. Ah, das ist das Video, das habe ich mir angeguckt. Und weißt du warum? Da war nämlich mein Haus drin zu sehen. Aha. So, irgendwas mit Holz und Stein. Also kann ja nicht so weit weg sein. So ungefähr so, wenn du sagst, ich will ein Haus suchen. Ja, wie sieht's denn aus? Ja, das mit den Fenstern und mit dem Dach. Genau. Steindach, oder? Ah ja, das war, wo du nachher gesucht... Ah.
du nachher gesucht hast, dein Haus gesucht hast. Ja, genau, weil ich es damals schon nicht mehr wusste, wo er mein Haus stand. Oh mein Gott, hier, welches war das denn jetzt? Es hat auf jeden Fall ein Steindach. Steindach und Holzfassade. Aber kein Sandstone, oder? Nee. Hier war Holz und Stein. Was für ein Steindach? Cobblestone, glaube ich. So wie das aussah. Nee, ich glaube, das hatte schon die neuen Steine, diese Stone Bricks. Waren schon mit dabei. Ja. Aber nur zum Teil. Da bist du gerade bei meinem Haus. Habe ich irgendwas darüber gesagt? Oder bin ich da bloß vorbeigegangen? Warte, ich guck mal. Ich würde sagen, das hier war dein Haus. So eine Windmühle. Ja. Ah, du hast auch unten als ersten Block die erste Reihe ganz unten ist aus diesem Stonebrick da. Nee, aus Lock. Aus Lock? Ich hatte gerade einen Junk-Fehler. Hier drunter ist voll die fette Höhle. Ja, du hast Stonebricks als Dach, an den Ecken hast du Holz. Genau. Und in jeder Anfangsetage hast du Stonebricks, aber es ist nur zwei Etagen hoch. Genau, und dann halt noch das Dach oben drauf. Genau. Ach Gott. Ich glaube aber, das gibt's nicht mehr. Müssten mal, ja, Markus ist nicht mehr da, weil Markus hat nämlich damals die kompletten Slums verschoben. Warum wurde es eigentlich verschoben? Ja, weil die Slums ja zu dem Zeitpunkt nur noch zugemüllt waren. Und jeder, ich meine, du hast ja manche Sachen gesehen mit diesen. Mit diesen interessanten Türmen nach oben einfach nur, ja. Das wurde ja immer schlimmer. Und dann haben wir gesagt, wir möchten gern was Neues machen. Und ja, und dann haben wir denen von einem Monat irgendwie eine Frist gesetzt, wo sie das Haus eben verschoben haben können. Verdammt, da war ich mit Zähne nicht an. Wahrscheinlich nicht. Und wir haben teilweise Sachen gelöscht und teilweise Sachen verschoben. Es kann natürlich sein, also wir haben, glaube ich, gesagt, wenn jemand über 3 Monate nicht da war, dass das Haus gelöscht wird. Ja, dann braucht man nicht weiter suchen. Dann ich suche hier gerade den Weg nach unten, da ist es. Ich möchte hier unten rein. Was ist es? Was siehst du denn hier unten? Was ist das hier? Was seid ihr denn? Keine Ahnung. Ich hol dich mal zu uns. Schatz, Lichtschalter. Ah, das ist, glaube ich. Die Pyramide, oder? Nee. Nee, ich glaube, das ist Stefans altes Haus. Ich möchte hier unten rein. Ja, das ist Stefan FCEs Haus. Altes. Energie Cottbus. Aha. Das erinnert mich doch sehr an das alte Paradies. Ja, bloß ein bisschen kleiner. Das alte Paradies habe ich persönlich abgerissen. Und mit Stolz hat sie es erfüllt. Hast du gesehen, was da jetzt drin ist? Ja, da waren wir voll. Ja, nicht du, ich mein Hoden. Ja, die ja, da waren wir vorhin. Ach so. Sag ich doch. Ihr könnt da übrigens auch in die Lava reinspringen.
von oben nach unten. Nee, ich meine auch in die Lava, die in dem Raum selber drin ist. Ach so. Und hier ging es dann lang und hier war eine Schweinefarm. Wo ging's lang? Und wo war eine Schweinefarm? Ja, hier geht's lang. Ja, komm mal hoch. Sag doch Tobi. ER. Hier geht's lang und dann war hier eine riesig große Schweinefarm. Und hier ist so eine Bahn durchgefahren, die hat dann immer das Fleisch eingesammelt. Das war cool. Und hier geht's dann ins Hauptgebäude. Hier war, was war denn hier nochmal? Ach, hier war das Lager, guck mal. Oh, cool. Und da unten in der Schatzkammer waren ganz viele Diamantblöcke und Goldblöcke und so noch. Wo hat er die her? Der hat ja auch schon ewig lang hier gespielt. Und hier geht's jetzt zum Haus. Waffenkammer. Gleich die Männer. Waffen. Alles abgesperrt. Verdammt. Speicher. Pilze, Pilze. Das Drogenlager hier. Pilze. Pillen. Da wurde alles aufgehoben. Und normalerweise war es hier nicht kaputt. Aber irgendwer hat das, glaube ich, zerstört vorher. Das war total schön. Hier ist noch das Badezimmer gewesen. Das war auch total klasse. Das war richtig schön, das Haus. Sogar noch das alte Feuer, das nicht überspringen kann oder so. Kannst ja auf Timonia sowieso nicht. Ach so, ja, stimmt. Ich glaube, da irgendwas ist mal abgefackelt. In irgendeinem Video habe ich da mal gesehen, beim Oldspawn, irgend so ein übelst großes, hohes Holzteil. Mhm. Das ist abgefackelt. So. Ich glaube, 4 oder 5 Leute sind davor gestanden und haben geschaut. Guck mal. Hier, das war doch deins, oder? Wo? Wer? Wann? Wieso? Hier, heißt? Dieser Turm. Der da. Ja, das ist doch schön. Nee. Den möchtest du doch wieder haben, oder? Das aktuelle Haus löschen und das da drauf setzen. Logisch. Passt doch voll zum Baustil. Ja, Rivertowner passt das voll rein. Das Grundstück neben mir, das ist jetzt schon Ewigkeiten unbebaut. Schlimm, ey, das ist Wahnsinn. Also zu meiner Zeit, wenn man so lange nicht on gewesen wäre, hey. Wollt ihr noch in einen anderen Teil von der Geisterstadt? Gibt's noch irgendwo was cooles? Ich hätte noch Oldspawn, Weststadt, Neta, Oldspawn, oder? Ja. Farming. Die Häuser müssten wir doch eigentlich zum größten Teil kennen. Normalerweise schon, ja. Farming Town kenne ich eigentlich so gut wie gar nichts. Da kenne ich nur den Spawn, weil ich mir die Spawn-Eier gekauft habe. Und das war's. Hä? Warum komme ich denn? Warte mal. Das ist aber nicht richtig. Das ist aber nicht richtig. Warum ist denn der Warp hier hin? Ach so. Oldspawn ist das alte, was wir die ganze Zeit geguckt haben. Da, wo wir jetzt geschaut haben, wegen meinem Haus. Ja, das war Old, ja. Okay. Das war anscheinend Oldspawn. Überall stehen vereinzelte Shops rum. Ich hatte mal... Ich bin hier wirklich mal eine Stunde durchgegangen und habe alles rausgesucht, ne? Und trotz alledem ist immer noch was übrig. Das ist echt cool. Diamant. Hast du in Kralix jetzt schon was gebaut? Wer hat schon was gebaut? Du. Was habe ich gebaut? Crealixy. Auf deinem neuen Grundstück. Achso, ne, außer meine Hodenkrebsgrimmzeichen noch nicht recht wirklich was. Das war ja da, wo ich irgendwie Angst hatte, dass ich irgendwie werde ich eine Ender Chest benutzen. Was ich natürlich völlig unbeabsichtigt hatte. Konntest du ja auch nicht an, aber das war ja nur ein Gag. Ja, ein Gag, der funktioniert würde. Diesen Gag hat übrigens Tim ausgehackt. Aha, haben wir es schon wieder. Nie online, aber die größten Gags rausfinden. Wo sollen wir noch hin? Wo steht eigentlich dein Haus?
Meins? Ja? Welches? Wo auch dein Farm drin ist und wo du enchantest und so, ne? Also, Rivertown. Im Prinzip gleich um die Ecke vom Tobi. Die Straße entlang und dann Genau. immer geradeaus zum Meer. Also direkt neben mir, ja? Ich wohne direkt neben Tobi. Ja, dann im Prinzip einfach Wir nur war, drei Häuser weiter. wir waren jetzt in dieser Aufnahme auch nochmal im Mushroom Club. Ja, genau, und Ach, da war ich. das ist meins. Ja. Der Mushroom Club. Du bist aber irgendwie im Berg ganz schön teuer mit deinem Wasser, hä? Da kostet ein Wasser genauso viel wie ein Bier. Echt? Ja. Ja. Oh mein Gott, dann muss ich das noch ändern. Vor allen Dingen solltest du die Massen dazu schreiben, wie viel Milliliter, Liter. 0,2 Und vor Deziliter. allem ne, ein Chip, ein Keks, Ein ein Zimbuch, Gummibärchen. ja. Du musst noch das Konto dazu schreiben, wo man es überweisen muss. Ja klar, gleich direkt unter der Tanzfläche. Ja. Sicher. Ich hoffe, ihr seid nicht aufs Frauenklo draufgegangen, weil das ist nämlich schrecklich. Doch, waren wir auch. Oh nein. Da gibt's nur Doch. ein Ja, einziges. ich habe extra 4, 5 Mal betont, dass du das gebaut hast. Oh. Na toll. Heute Mittag habe ich mir die Farm gebaut, Netherwood. Netherwood, da habe ich an dich gedacht. Ich habe mich so aufgeregt über dieses Scheiß-Redstone. Du glaubst gar nicht, wie Obwohl ich sie. ich baue jede Farm gleich, ja? Und ich weiß eigentlich ganz genau, wie ich die Farm zu bauen habe. Und trotz alledem mache ich jedes Mal etwas falsch. Das ist das gleiche wie wo ich mein 4x4 Pistentor gebaut habe. Das habe ich nach dem Video vom CMB Minecraft gebaut. Das erstens erstmal in die falsche Reihe, das heißt eins zu weit hier vorne, erst nochmal zurücksetzen, dann die falsche Höhe, nochmal neu machen. Und dann hat Hier es ist mein Haus! ewig gedauert, bis ich es gecheckt habe. Was? Hier ist mein Haus! Nee, du verarschst uns doch. Nein, hier ist mein Haus! Steht doch dran! Haus von R. Lilith. Genau, der Mind Dancer Club. Kommt mit! Ach, das ist ja... Hey, du hast ein Netherportal und so stell es. Die sind doch verboten im eigenen Grundstück. Ich Hast du weiß denn hier nicht. noch Kisten? Hier, komm mal mit! Wo Wo bist seid du ihr? denn? Hier! Wo bist du? Ah, da bist du. Ja. Hier, komm mit! Voll geil! Ich freue mich. Jetzt geht's los. Hat er tatsächlich noch sein Haus gefunden? Ja, los, auf geht's. Wähle den richtigen Weg. Ey, da haben wir sie Ah! geschummelt. Die Runtergefallen. haben das durchgebuddelt. Das war schade. Das war mein Mindancer Club hier. Mit Stimmt, da Theke und musste allem. man sich Durchs mit. Labyrinth. Ja, genau. Ja, und hier ging es direkt ins Haus. Das war für Personal. Oh, wie cool, ey. Hast du denn hier irgendwo noch Kisten Hier, gehabt? das hier war mein Stargate-Portal. Zu. Ja! Nächste Mann. Du vergisst Admin. Wenn du meine Oh Gefühle Mann, ey. beleidigst. Oh, Kisten. Redstone und Kies und Dreck. Boah, den Kies will ich Ich kann dir behalten. nichts öffnen. Ha Das ist mein Haus, das ist alles meins. Hier ist das mit dem Baum, was ich dir erzählt habe. Der mittendrin wächst und Voll oben cool, Lava ey. drauf ist. Ja. Mich würde eher interessieren, ob du noch hier Kisten drin hast, weil dann könntest du das nämlich. Hier, meine Kürbisse, genau, ey. Voll cool. Aber Ja. hier wurde viel zerstört. Muss ich ja mal sagen, ihr seid nicht nett mit meinen Sachen um. Ich war das nicht. Nee, nee, da ist auch der Ich, Teufel. Das kenne ich von der Arbeit, ja. Ich So nicht. lange bin ich auch noch nicht auf dem Mond, ja. Aber warum hast du hier keine Kisten drin? Das frage ich mich Ja, die eher. sind weg. Das war unten voll. Stimmt, du hast jetzt, glaube ich, noch mindestens zwei Doppelkisten voll mit Diamanten, jetzt wo du es sagst. Nein, so viel hatte ich nicht, aber ich hatte Diamanten. Das weiß Aber man kann es ja mal probieren. ich. Nein, Und so ich viel glaube, hatte soweit ich ich weiß, nicht. wolltest du mir noch eine Doppelkiste geben, oder? Nein, aber hier hinten, hier vorne war alles voller Kisten. Das hier war mein Eingangsbereich und da war alles voller Kisten. Genauso wie hier hinten war auch voll. Warte. Aber hier in deinen Öfen ist noch was drin. Glas. Ja, Glas habe ich hier viel gebraucht. Guck mal hier. Nee, aber hier hinten, das Lager, das war voll. Glaskohle. Ha! Hier.
Finde das so cool, wie sie es jetzt mittlerweile immer so zusammensteckt, wenn man das so auf einem Haufen schmeißt. Flupp. Hast du keinen Platz mehr im Inventar? Nee, habe ich nicht. Du kannst die Rüstung anziehen. Die, glaube ich, nimmt bei dir ein bisschen was weg, oder? Ha, siehst du. Sexy. Du kannst mir auch die leere Flasche geben, dann hast du nochmal einen Platz frei. Ja, war auf jeden Fall sehr cool, denn ich habe das ja so gebaut, dass hier der Baum, darüber die Lava und darüber das Wasser noch ist. Ja, das hier war... Ja, wirklich. Das, und ganz also ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist wirklich schön, dein Haus. Ja, es hat was von damals, also... Ja, wirklich. Es ist so 80er-Style. Ja, damals. Die Oma hat aber noch, aber die ist... Wie die Dauerwelle, ne? Ja, genau. Sag mal, warum ist die Achterbahn weg? Ihr seid echt nicht sorgsam damit umgegangen. Hey, und ich hab's noch nicht gemacht. Und das Haus hier daneben... Dann nehme ich mich mit dazu. Das Haus hier daneben gleich, das stand mal neben meinem Haus. Da habe ich mich auch mal drüber aufgeregt. Der hat nämlich irgendwie mit seinem Minecraft-Tunnel irgendwie bei mir da dazu gebaut. Und dann habe ich ihm da mal... Hey, genau. Ist eine Achterbahn drauf? Ach, das war so da. Oh, wie sexy. Geht das? Oh mein Gott, guck mal, hier ganz oben ist eine Kiste. Oh, da ist nur Müll drin. Will jemand ein Diamantschwert? Ja. Nö. Haupt genug. Ey, wie krass ist das denn? Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das Haus wieder gefunden habe. Jetzt kannst du es dir rüber verschieben. Nein, ich will es nicht. Dann kann ich ja löschen. Ja, kannst du löschen, wenn du willst. Sicher? Ja. Es war nur schön, das nochmal zu sehen. Wirklich sicher? Ja, lösch das. Sicher, sicher? Ja. Es ist noch habe ich nicht gemacht. Ey, da fehlt eh die Hälfte. Guck, die haben sogar meinen Wasserdurchgang irgendwie gesplittert. Da, das Stargate-Portal, das war cool, ey. Jetzt ist es weg. Du hast eine Wand vergessen. Das ist sowas wie, ich taufe dich auf den Namen Apache Pop. Ja, genau. Was? Sag bloß, du kennst du das Manitou nicht. Ach so, doch. Das hätte ich jetzt schon gesagt, Bildungslücke. Oh, ich kann doch die Welt sehen. Da musst du dich jetzt bitte ausloggen. So geht das hier nicht. Ist schon wieder weg. Aber der Club da unten, der war ja wohl cool, oder nicht? Der hatte was, ja. Zu den alten Zeiten, ich meine, guck mal, ne? Ich glaube, da gab's zu der, als wir das gebaut haben... Oh Gott. Bin gerade im Überlegen. Großartig viel gab's da nicht. Gab's da überhaupt schon Pistons? Nicht, gell? Nee. Gab's noch gar nicht. Demnächst am 31. Oktober kommt die 1.4 und ich glaube irgendwann Mitte Oktober oder ungenaues Datum für Oktober kommt 1.8.1 für die Xbox raus. Ist das was cool. Auf der Xbox? Habt ihr das schon mal gespielt? Ich hab's ja, ich find's richtig cool eigentlich. Da habe ich auch mal ein Let's Show davon gemacht. Mit dem Handy habe ich's aufgenommen, weil ich keine HD PVE habe. Grafik ist 1A, sogar bei 720 Pixel. Okay. Aber ich finde, es macht eigentlich relativ viel Spaß, also vom Splitscreen so kann man das recht gut zocken. Wo sollen wir jetzt hingehen? Setze Interesse in Frage. So, jetzt müssen wir jetzt nur noch den Dom finden, ne? Den Dom findest du nicht. Na, ich weiß. Gab's das damals noch nicht, oder? Diese Geisterstadt? Doch, aber sie haben beschlossen, einfach das Ding abreißen zu lassen von den Mitgliedern. Von allen Usern. Alle User durften sich daran beteiligen und das Ding abreißen. Ist nett, oder? Wer hat dir das Gold rausgezogen? Aus der... Weiß ich nicht. Ich war ganz zum Schluss da. Ich hab nur noch Koppels dran bekommen. Weißt du noch, wie Ewigkeiten du, glaube ich, du hast doch angefangen, mindestens 2 oder 3 Ebenen hast du doch komplett unten selber mit Spitzhacken ausgegraben, gell? Ja. Und du wolltest alles bis runter ausgraben, aber wenn wir das gemacht hätten oder du gemacht hättest, dann wärst du... Ja, da hat ja dann Tim noch nachgeholfen und hat dann den Rest nach unten hin ausgehoben. Ja.
sonst wärst du heute da immer noch dabei. Nee, das wäre dann schon fertig, aber... Hast du an deinem Haus heute schon mal da gebaut? Heute? Nicht du. Boden. Ich, gestern. Und, ja, ich bin ja momentan bei diesem Villager... Also nee, das kennst du ja noch gar nicht. Ist ja alles noch top secret. Ah, ja, stimmt. Wieso? Wenn du jetzt diese Folge raushaust, dann ist es doch schon draußen. Ja, ja, das schon. Ich meine... Aber jetzt, so. ich erzähle sie dir ja quasi im Geheimen. Jetzt könntest du gleich auf, was weiß ich, Julians Blog gehen und sofort... Ach Gott. Jetzt, wenn ich das machen würde. Mach es. Nee, ich habe jetzt unten in meiner 4x4 Pistenraum, habe ich jetzt so ein... Ich probiere es zumindest. Villager Breeding Station. Ich glaub nicht. Warum nicht? Weil du innerhalb von 100 Blöcken keine Tür haben darfst. Fuck. Fuck, Mann. Wieso, das ist doch bei mir kein Problem. Für dich geht das genauso wenig. Wieso, wo habe ich denn eine Tür? Jetzt habe ich eine Tür, aber die könnte ich ja rausschmeißen. Ja, dann könntest du das. Gut, aber du musst ja bedenken, auch nach rechts und nach links, ne? Ja, und? Aber dein Grundstück ist keine 100x100 groß. 100x50. Und hinter mir sind noch 50 frei. Messer, ich brauche ein größeres Grundstück. Hast du Geld dafür? Ja. Ja, hat er. Aber eigentlich ein 100x100 Grundstück kriegst du nur, wenn du dafür spendest. Ich habe eine Holzschaufel. Subscribe.